Zusammenstehen in einer Katastrophe, allein schon ein bedeutendes, mutmachendes Signal für die vom Unwetter und den Muren betroffenen Menschen. Auf besondere Art und Weise haben das am Mittwoch, den 10. Juni 2015, 135 Polizistinnen und Polizisten der Einsatzeinheit aus Oberösterreich bestätigt. An ihrem freien Tag zwischen dem vergangenen G7-Gipfel und dem Bilderberg-Treffen opferten sie kurzerhand ihre Freizeit zugunsten eines Hilfseinsatzes in See und Paznau. Wir, das heißt die Einsatzeinheit Oberösterreich, sind derzeit in Tirol eingesetzt, anlässlich des G7-Gipfels in Elmau und des Bilderberg-Treffens, und wir hätten an und für sich heute unseren freien Tag. Nachdem wir selber schon mehrmals in Oberösterreich wirklich hart getroffen worden sind vom Hochwasser, haben wir gesagt, wir opfern unseren freien Tag und fahren alle miteinander da rein, um den Leuten, weil wenn man das in der Zeitung gesehen hat, die Bilder, das ist ganz, ganz schrecklich. Und ja, wir fahren rein und wollen einmal unseren freien Tag auch zur Verfügung stellen und unsere Arbeitskraft an dem freien Tag zur Verfügung stellen, dass wir ein bisschen einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass da wieder Normalität einkehrt. Beinahe rund um die Uhr sind auch die Soldatinnen und Soldaten im Assistenzeinsatz. Wir sind ja von Montag auf Dienstag in der Nacht angerückt. Wir sind Montag um 14 Uhr alarmiert worden. Um 19 Uhr sind die Soldaten aus der Garnison Spital und Damsweg abgerückt und sind dann da im Einsatzraum in der Früh zwischen 2 und 4 Uhr eingetroffen. Ein Teil ist da und ein Teil ist auch drüben im Sellrhein im Einsatz. Und der Einsatz selbst hat dann gestern um 9 Uhr begonnen, nachdem die Mannschaft noch ein paar Stunden Schlaf gehabt hat, nach der langen Fahrt. Haben sie dann richtig angepackt.